Moin. Jetzt machen wir hier in Bamberg los. Nach Möglingen unseren ersten Posten abladen. Die Einwegpaletten mit den Dämmstoffen oder was das ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, sind nicht einmal 2 Tonnen. Also Kampfgewicht. Dafür habe ich aber bei den Pumpen, glaube ich, 8 Tonnen oder so. Naja, das macht ja nichts. Also erstmal die Dämmstoffe abgeben, dann zu den Pumpen in das Klärwerk und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Jetzt zwickt man erstmal auf, Leute. Los geht's. Erstmal noch ein Stückchen zurück hier, dass wir hier schön rauskommen. So, und jetzt geht's los hier. Fahren wir erstmal schnell in die Spedition, noch tanken und dann, ich hoffe ja, dass die geht. Die in Hermsdorf hatte ja gestern Störung, da konnte ich ja nicht tanken, das war ja Mist, aber nicht zu ändern. Und zwar niemand da, der da irgendwie sich kümmern konnte. Büro war geschlossen. So, naja, jedenfalls geht es jetzt erstmal hier in der Spedition, gucken, ob die geht. Und dann machen wir los Richtung Möglingen. Gucken wir mal, wann wir unten sind. So, sind wir doch gleich hinten. Erstmal gucken, ob die Tafel grün ist. Wenn die Tafel nicht grün ist, können wir eh gleich wieder beidrehen. Aber ich denke mal, so viele tanken gar nicht zurzeit. Alles finster. Die schlafen alle noch. Also frei ist es, keiner da. Tafel ist auch grün. Alles gut. Ah, wunderbar. Können wir die Tanks voll krachen. So, dann wollen wir mal weitermachen. Wie sieht es hier aus, Durchfahrt? Ach, ich fahre hier hinten durch. Wer weiß, ob ich davon rauskomme. Hier in Bamberg stehen aber gar nicht viele Autos rum zurzeit. Da scheinen schon etliche mehr zu fahren als in Hermsdorf und in Leipzig. Naja, die fahren ja auch das Papier und das ganze Zeug, Schubboden. Da ist dann schon mehr los. Hier stehen gar nicht so viel rum. Guckt mal, hier ist asphaltiert. Ha, sieht's nicht schön aus. So, mal langsam machen hier. Ja. Schön langsam machen hier. So, na seht ihr, sind wir doch schon wieder in der Spur. Jetzt wird es wenigstens langsam hell wieder hier. Oh, ich muss nachher gucken, ob ich einen anderen Pullover finde.
ob ich noch einen mit habe. Alter, mir hat es den ganzen Ärmel hier voll gesuppt. Der muss runter. Und wenn ich dann die Jacke einziehe, das ist mir auch wurscht. Na Jungs, was wirst denn du immer langsamer hier vorne? Mensch! Oh, jetzt fährt er schon 75. Was macht denn der? Telefoniert. Ein Handy in der Hand. Ich fass es ja wohl nicht. Ich wundere mich, wieso der immer langsamer wird. Da telefoniert der mit dem Handy in der Hand. So ist er da. Hier müssen wir links. Und da müsste es hier irgendwo sein. Hier müsste es irgendwo sein. Ein Stückchen hin noch. Sackgasse. Ich will doch aber hier. Ach, hier ist es doch schon. Hier ist es doch schon. Hier rechts. So, das ging rucki zucki hier. Das hat nicht einmal eine halbe Stunde gedauert, da war ich leer. Also der erste Kunde runter. Und jetzt fahren wir ins Klärwerk nach Ostfildern. Müssen wir wieder. Das haben wir eigentlich auch schön gefunden hier. Das ging schnell. Ach, ist das nicht eine schöne Gegend hier unten? Guckt euch das mal an. Wir sind hier früher viel runtergefahren nach Sindelfingen. Das fahren sie jetzt auch als Linie mit dem Sattelzug. Der kleine Turm, das ist Leonberg. Leonberg auf dem Engelberg. Hier ist nämlich der Engelbergtunnel. Stand hier nicht gerade was dran von Tunnelsanierung? Ach, die fangen wahrscheinlich erst an. Na, mir soll's recht sein. Hier steht's doch schon dran, Klärwerk. Hier steht's doch schon dran, Klärwerk. Da will ich hin zum Klärwerk. Eine tolle Straße ist das hier.
Eine tolle Straße ist das hier. Mein lieber Mann. Da bin ich ja gespannt, ob schon jemand da ist. Oder ob die erst kommen. Ich sehe schon die Klärwerkskübel. Ha, 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 die Rührwerke. Die haben ja solche riesen Bottiche mit zu Rührwerken, wo dann das alles hier durchgemürmelt wird. So. Na, jetzt bin ich schon neugierig. Wo ich rein muss. Klärwerk Blieningen. So. Na, gucken wir mal. Stellen wir uns mal hier rechts. Einfach mal hierher und melden uns mal an. So, das ist natürlich jetzt hier die rechnen gar nicht mit so großen Autos hier geht's Tor schon wieder zu. Ne, das ist ja auch nicht schlecht. Ne, mach das noch mal auf. Nicht doch noch mal klingeln. Gesehen, er macht es noch mal auf. Sehr schön. Kann man die Warnblinkanlage wieder ausmachen. So, jetzt haben wir die Pumpen runter. Jetzt fahren wir nach Ulm. Irgendwas laden, was mit Gefahrgut zu tun hat, aber minder Menge Gefahrgut. Das heißt, da brauche ich keinen Gefahrgutschein. Aber jetzt müssen wir erstmal hier aus dem Klärwerk wieder raus. Erstmal wieder aus dem Klärwerk raus und auf die Straße. Müssen wir wieder über die Brücke, glaube ich. Na, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wird schon irgendwie gehen.
Tor geht zumindest schon mal auf. Das ist schon mal gut. So, hier müssen wir runter. Hier geht's auf der Autobahn. Schau an. Nicht ganz einfach, aber wir haben es hingekriegt. So, Freunde. Jetzt sind wir doch schon auf der Autobahn gleich. Ne, da haben sie ein Ding hingezimmert hier. Was denn das für eine riesen Brücke hier? Ist das ein Parkhaus oder was? Keine Ahnung, bestimmt ein Parkhaus. Ja, ein Parkhaus. Ha! Das Parkhaus vom Flughafen. So, jetzt sind wir auf der A8 Richtung Ulm. So, guck dich mal an, was die hier vor der Brücke herzimmern. Alter! Das ist ja ein Ding. Von da drüben bis hier rüber. Pfeiler eingeschaltet, Behelfspfeiler dazwischen. Mein lieber Schwan. Was runterfällt, Autobahn geschützt. Das ist aber auch hier ein ganz schöner Anstieg. Das ist hier auf der A8 beim Maustobel. Also über den Maustobel Viadukt sind wir schon drüber. Noch 45 Kilometer bis Ulm. So, jetzt habe ich das Auto voll. Jetzt bin ich hier fast fertig. Ne, ich bin fertig. Hab jetzt hier geladen in Ulm. 2 Ladestellen und morgen habe ich 3 Abladestellen. Zuerst Regensburg, dann Neutraubling und dann fahren wir nach Arnsdorf. Jetzt können wir noch 2,5 Stunden fahren. Da haben wir 15 Stunden Schichtzeit weg. Das tut gut.
Freunde, gucken wir doch mal hier auf den Parkplatz, wie es hier aussieht. Naja, nicht wirklich gut. Was ist denn jetzt hier? Was hast denn du vor hier mit deiner kleinen Hütte? Oh, Alter, hier steht ja sowas von Scheiße alle hier. Da wäre ein Platz gewesen, aber da komme ich nicht rein. Weil da einer dahinter stand. Ach, Leute, Leute, Leute. Keine Chance. Da werden wir uns hier beim Real jetzt hinstellen. Hinten bei der Anlieferung sah aus, als ob da Platz wäre. Parkverbot für alle LKWs, na toll. Ach, Alter. Übernachtest du hier? Ja. Musst du anliefern? Ja. Scheiße. Also, der liefert an, macht es also keinen Sinn, dass ich mich dorthin stelle. Ach Leute, es ist doch furchtbar. Weitersuchen. So, meine Freunde. Jetzt bin ich noch bis Regensburg gefahren und jetzt stehen wir hier wieder am Ölhafen, wo die Bahn so schön pfeift, aber ich denke, wenn ich schlafe, schlafe ich, dann höre ich das eh nicht. Morgen habe ich 10 Minuten bis zur ersten Ableitestelle, also kann man schön ausschlafen. 6:30 geht's los. Ich muss um 7 spätestens dort sein. Ja, wenn wir 6:30 hier losfahren, das langt. Also meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt, haltet schön eure Stoßstangen sauber, tschüss und gutes Nächtle, bis morgen.